Wir arbeiten jetzt darauf hin, dass wir in Zukunft sagen können, eine Funktion ist differenzierbar, kurz diffbar, an einer Stelle x0, wenn sie in der Nähe dieser Stelle x0 gut durch eine Gerade angenähert, approximiert werden kann. Jetzt, was für eine Gerade kommt da überhaupt in Frage? Wenn irgendwie der Funktionsgraph so aussieht und hier die Stelle x0 ist, dann ist sicherlich die Gerade, die da am ehesten in Frage kommt, die Tangente an der Stelle x0. So auch diese Idee mit dem Differenzierbar. Dort, wo ich so eine Tangente anlegen kann, da ist die Funktion differenzierbar. Okay, das heißt, wir würden gerne sowas schreiben. F von x ist ungefähr f von x0 plus f' von x0, ja, die Ableitung an der Stelle x0, mal x minus x0. Das hier, das ist ja gerade die Tangente an der Stelle x0. Und jetzt gefällt uns das mit diesem ungefähr nicht so genau. Das würden wir gerne präzisieren. Also schreiben wir stattdessen ein Gleich hin. Jetzt stimmt es natürlich nicht mehr, wenn die Funktion nicht selber schon eine Gerade war, sondern jetzt gibt es hier noch einen Fehler. Einen Rest schreibe ich mal hin. Diese Gleichung kann ich natürlich auch immer so hinschreiben. Wenn ich jetzt irgendwie eine Formel für den Rest angeben mag, dann nehme ich halt die Differenz von dem hier minus dem hier. Und dann ist das mein Rest. Das heißt, das ist irgendwie nur dann jetzt eine interessante Aussage, wenn ich was über den Rest weiß. Ich möchte, dass der irgendwie kleiner ist als das andere. Also insbesondere möchte ich sicherlich, dass wenn ich vielleicht den Limes x nach x0 bilde vom Rest, dass er 0 wird. Je näher ich mit dem x0, mit dem x zum x0 rangehe, umso kleiner soll dieser Rest hier werden. Aber das reicht mir vielleicht nicht ganz, denn auch dieser Term, den ich jetzt hier unterstrichen habe, der wird ja auch, der geht auch gegen 0, wenn x nach x0 geht. Das hier vorne ist eine Zahl und der Faktor dahinter wird 0. Das heißt, was ich wirklich möchte, ist, dass der Rest schneller gegen 0 geht. Schauen wir mal. Aber schneller als dieser Term x minus x0. Und jetzt müssen wir das irgendwie präzise ausdrücken, was es bedeutet, dass irgendwas schneller gegen 0 geht als was anderes.